In der heutigen Folge Mitzurules TV. Antriebswellenchaos. Hallo und herzlich willkommen zu Mitzurules TV. Heute geht's weiter am weißen Lancer C62A. Bei dem Wagen hatte ich ja das normale F5M21 Getriebe gegen ein kurzes GTI Getriebe, ein F5M22, getauscht. Die Antriebswellen wurden dafür umgebaut. Nun hatte ich folgendes Problem. In Linkskurven klackert die rechte Antriebswelle. Die wird wahrscheinlich zu lang sein, weil der GTI hat normalerweise eine kurze Antriebswelle. Hatte ich beim Umbau nicht dran gedacht, deswegen werden wir das jetzt nachträglich noch lösen. Dazu werden wir diese Antriebswelle eines Lancer C77 Allrad nehmen, die mit dem passenden Innengelenk bestücken und dann in das Fahrzeug einbauen. Viel Spaß dabei! So, hier jetzt nochmal die Antriebswelle vom Allradlenzer, die verbaut werden soll. Wie man sieht, Außengelenk sieht noch soweit okay aus, aber beim Innengelenk ist eh Handlungsbedarf, da ist die Manschette porös, die müssen wir eh tauschen, ist aber kein Problem, da kommt eine nagelneue Manschette von einem Galant E32A drauf und dann ist das soweit in Ordnung. Nun die Antriebswelle, die ich gleich ausbauen werde. Wenn wir schon mal die Manschette abmachen, den Sprengring habe ich schon, den Spannring habe ich schon abgemacht. So, Manschette ab. Jetzt muss sie eigentlich nur noch hier raus aus der Narbe und dann haben wir es. So, da haben wir jetzt die Welle hier aus dem Radlager gezogen und jetzt werde ich sie rausnehmen. So, da liegt sie nun, die neue Antriebswelle, die in den Lancer soll. Leider war das alles etwas schwierig, denn für mein Außengelenk, für mein Getriebe, was ich verbaut habe, brauche ich eine Tripode auf der Antriebswelle, so wie hier. Verbaut auf dieser Antriebswelle, auf der kurzen, war aber diese hier, ein Innengelenk mit einem Kugellagergelenk. Katze! Grundsätzlich stehe ich auf eine Werkstattkatze, aber wie ihr gerade gehört habt, hat er mein halbes Werkzeug abgeräumt. Aber wir sind trotzdem Kumpels, ne? Ja, fertig bauen kann ich das Ganze heute leider noch nicht, weil ich leider kein passendes Fett mehr für die Antriebswellen habe. Das Fett, was ich da habe, was ich dachte, was ich benutzen kann, wird flüssig bei Temperatur. Das ist nicht so gut. Deswegen geht es dann hoffentlich morgen weiter, die Antriebswelle zu komplettieren und dann einzubauen. Willkommen zurück. Neuer Tag, neues Glück. Heute werde ich gucken, dass ich die Antriebswelle fertig bekomme. Gestern hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten sind natürlich nicht auf Video, klar. Ich hatte das Problem, nachdem die Welle zerlegt war, dass ich einfach das Außengelenk nicht mehr auf die Welle bekommen habe. Wie sich dann rausstellte, lag es daran, dass ich die Welle falsch rum hatte. Schöne Scheiße, aber mir ist es zum Glück aufgefallen. Und jetzt
habe ich die, oder ich habe die gestern ja schon zusammengebaut. Heute habe ich noch Fett geholt und dann wird die jetzt eingebaut. Wie ihr hört, Werkstatt Katze ist auch wieder mit dabei. Mal gucken, ob sie heute wieder alles zerlegt. Tja, die Werkstattkatze ist auch wieder mit am Start. Aber so eine richtige Hilfe ist sie nicht. Wie gesagt, für die Antriebswellen habe ich Fett besorgt. Den gibt es schon in so passenden Portionsbeutel. Und die werden gleich den Weg in die Antriebswelle finden. So, soweit, so gut. Hier die Antriebswelle nochmal. Und dann werde ich jetzt das Fett da rein. Dann wird natürlich noch der Spannring mit der super duper Spannringzange rundherum festgemacht. Und dann ist das soweit okay. Dann die andere Seite noch fetten und dann kann es eigentlich schon wieder ins Auto. Außenseite ist gefettet und mit beiden Spannbändern versehen und eine neue Manschette. Und auf der Innenseite haben wir auch eine neue Manschette mit dem inneren Spannband und natürlich auch jede Menge Fett. Und da das Gelenk selber noch im Getriebe steckt, werden wir das jetzt gleich einbauen. So, da haben wir jetzt die neue Antriebswelle drin und die ist ja ungefähr 2,5 cm kürzer wie die alte. Ich blende euch noch mal ein Bild ein, damit ihr das sehen könnt. Und ich hoffe mal, damit sollten dann die Klackergeräusche weg sein. Weiter ging es dann noch mit einem Zündkerzenwechsel. Nichts Dramatisches, 4 Zündkerzen raus, 4 neue rein und gut ist.